Es war eine der größten Superspreader-Veranstaltungen in den USA zur Ausbreitung des Coronavirus. Es handelt sich um die Sturgis Motorrad Rally, ein Treffen von Motorradenthusiasten in South Dakota, das Mitte August stattgefunden hat. Mehr als eine Woche lang dauerte dieses Treffen und die Bilder damals waren bereits verstörend. 460.000 Menschen sind gekommen mit ihren Motorrädern und keiner hat praktisch eine Maske getragen. Es war offensichtlich, dass hier das Coronavirus sich rasch ausbreiten könnte. Jetzt gibt es eine Studie, wie extrem diese Ausbreitung war. Laut der Erhebung hätte dieses Sturgis Motorradtreffen 260.000 Corona-Infektionen ausgelöst. Die Gesundheitskosten zur Behandlung dieser Fälle würden sich auf 12,6 Milliarden Dollar belaufen. So diese Studie. Amerika ist schockiert. Natürlich wurde immer wieder vor einer solchen Leichtsinnigkeit gewarnt. Allerdings die Veranstalter der Rallye haben das alles in den Wind geschlagen. Viele sind Anhänger von US-Präsidenten Donald Trump, der offensichtlich nicht ans Maskentragen glaubt, wie er mehrmals bekannt gegeben hat. Auch die Gouverneurin des Bundesstaates South Dakota, Kristi Noem, eine Anhängerin von Donald Trump, reagierte auf die Studie. Sie sagte, das alles wäre eine reine Fabrikation. Nichts an der Erhebung, nichts an der wissenschaftlichen Arbeit würde stimmen.